Willkommen zum nächsten Video. Heute wird das Thema sein: Venenerkrankungen, Krampfadern. Wie wirkt ein MBT positiv auf diese Probleme? Karl-Heinz, was kannst du uns zu diesem Thema sagen? Also prinzipiell ein Phänomen unserer Zeit. Es wird sich immer weniger bewegt. Spezifisch das Gehen. Gehen hat unglaublich viele positive Eigenschaften auf unser ganzes Körpersystem. Wird stark reduziert. Wir haben also einen starken Rückgang der kompletten Gehbewegungen durch verschiedene Einflüsse. Und wir gehen von verschiedenen Erkrankungen, die sich momentan auch in der Entwicklung stark nach vorne orientieren, gehört das Venenproblem zu dem ganz gehobenen Bereich. Okay. Also Venenrückfluss und Venenpumpe beginnt an den Zehen, über die Fußsohle, Schwunggelenk, Wade, Kniekehle, Oberschenkel, Leistenband, Zwerchfell. Das heißt, es hat ein ganzes Konzept. Ich pumpe täglich, addiert 7000 Liter zurück. Das heißt, das venöse Blut wird über Herz und Lunge neu versorgt mit Sauerstoff und wird in den Körper zurückgebracht. Ein ganz wichtiger Vorgang, beinhaltet auch ganz viele Beschwerdebilder, die sich damit verbinden lassen. Ja. Spezifisch auch die kompletten Bereiche der Staubbereiche, die man auch kennt, Überschwellungen und weitere Entwicklungen. Was zu dem entscheidenden Thema passt, ist bei dem Schuh letztendlich die Venenwippe mit eingebaut ist. Sie hat also stärkere Aktivierung über das Sprunggelenk. Sprunggelenk hat einen ganz starken Einfluss auf den venösen Rückfluss mit fast 20%. Ja. Entscheidend auch, dass die Aktivierung der Wadenmuskulatur wesentlich stärker passiert. Das heißt, die Wade wird eher wirklich mit ins Spiel gebracht, was bei Abzugsschuhen häufig komplett in der Form nicht stattfindet. Okay. Und die Wade hat im Anteil an dem venösen Rückfluss einen Anteil von 40%. Das heißt, ich habe dann unglaublich hohes Druckmoment. Okay. Deswegen auch der Begriff, die Wade ist das zweite Herz. Die Wade hat beim Gehen auch diesen gleichen Druck wie das Herz in der Ruhe. Okay. Dementsprechend auch der Begriff lässt sich da sehr gut anbringen. Und auch die Veränderungen in dem venösen Bereich sind erkennbar über Besenreißer, Krampfadern und vor allem Schwellungen. Und jetzt eines der größten Phänomene ist, dass ein sauberes Gangbild, also eine saubere Fußstellung, auch dementsprechend Einfluss nimmt auf diese Komplettmuskulatur um die Vene herum, weil die ist entscheidend durch den Druck auf die Venenklappe, dass auch das System funktionieren kann. Ganz genau. Also letztendlich, wie gesagt, durch diese Balancierung von einem MBT-Schuh fördern wir den kompletten Muskelapparat in den Beinen, die ganzen Zwillingsmuskel, Wadenmuskulatur, die das ganze Blut letztendlich wieder von unten hoch Richtung Herz pumpt halt, genau, und dadurch halt auch keine Fußbeschwerden, Beinbeschwerden bringt. Und das Ganze ist ein ganz körperliches Thema. Der Kreislauf läuft ja komplett. Das heißt, auch der Kopf ist damit ganz stark betroffen. Gibt es moderne Forschungen, ganz, ganz interessante Formen, die man auch dafür einsetzt, zu sagen, okay, was passiert, welche Vorteile bietet Gehen und welcher Hintergrund steckt dahinter, ist uralt. Und ich glaube, das sollte man mal komplett neu aufnehmen, nachdem verschiedene Dinge neu Fahrt aufgenommen haben, die sicher da nicht mithalten können, wie das E-Bike. Dass man einfach sagt, okay, der tägliche Gang von mindestens 30 Minuten ist ein ganz entscheidender Punkt, um Venengesundheit zu pflegen und zu erhalten. Ja.